Digga, was geht? Oder sollte ich eher sagen, herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo. Heute erklären wir, wie eine Reaktion von Metallen in Salzlösungen funktioniert. Wichtig zu wissen für unser Experiment ist, dass das Metall, was man in die Salzlösung taucht, unedler ist als die Metallsalzlösung. Dies kann man an der Redoxreihe der Metalle erkennen. Wenn ein Metall tiefer in der Redoxreihe steht, desto edler ist es. Hier haben wir unsere Kupfersulfatlösung, die bereits Kupferionen besitzt. Dann taucht man das Eisen, worauf sich bereits Eisenatome befinden, in die Kupfersulfatlösung. Nach einigen Minuten wird man feststellen, dass sich die Kupfersulfatlösung von blau zu hellblau verfärbt hat. Das Eisen gibt Elektronen ab, da es unedler ist als die Kupfersulfatlösung und deshalb findet eine Oxidation statt. Da die Kupfersulfatlösung edler als das Eisen ist, findet eine Reduktion statt. So bildet sich unten am Eisen Kupfer. Da das Eisen zwei Elektronen abgegeben hat, wurde es oxidiert und es wurde zu Fe2+. Das Kupferion hat zwei Elektronen aufgenommen und wurde zu Cu. Somit fand eine Reduktion statt. Die Endgleichung für die Redoxreaktion lautet Fe+Cu2+ wurde zu Fe2+Cu. Thank you.